Maximal, ey. Das ist Action, ey. Das ist pure Action, ey. Ich schätze mal, das ist weg hier. Gut. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zurück. Am Stück. Bei Imperium Galactic Survival. So, Freunde, kurzerhand, wir haben jetzt ein bisschen arg viel offscreen gemacht. Wir haben hier nochmal so einen kleinen Bohrer geholt, der immer noch nicht zur Fraktion gehört. Tschüss. Na? Okay. Ja. Dann hat Machine natürlich Verarbeitung, Munition, Verarbeitung, Produktion. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Kisten wurden umgeändert, wir haben ein bisschen Erze gesammelt. Betonung auf bisschen, na, viel zu viel Kobalt. Dann hat Mesha gesagt, wir brauchen ja ein CV. Das habt ihr ja gesehen. Das habe im, ja, eigentlich sage ich mal ganz, doch, kann, darf ich sagen, dass ich das im Grunde eigentlich vollendet habe? Ja. Ja, okay, gut, danke. Dann hier natürlich Förderküche, hier draußen Biotop noch ein bisschen ausgebaut, aufgrund der Stabilitätsprobleme, da angedockt, hoch, rüber, perfekt. Und hält sogar relativ gut. Achso, ja. Welche Tasche war es? Die hier, genau. Oh, wollte sagen, hab Backen deckt. Strukturell in die gedreht. Ist okay. Lässt so. Alles gut. So, dann zum eigentlichen... hab ich dabei, okay, Essen habe ich dabei, gut. Zum eigentlichen und zwar zu dem CV. Ein wunderschönes Geschöpf. Einfach das Schönste, was ich bis jetzt je gebaut habe, ne? Mhm. Ah, danke schön. So, hier natürlich ein Gang, Beleuchtung. Ach, schön hat das gebaut. Huch, wo lang? Hier lang. Stylisch aus, ja. So, und da ist es. Von mir gebaut, entwickelt. Mesher hat einen Grundstein gelegt. Und der Rest kam von Moa. Außer er hat auch ein paar, als er sich um die Waffen gekümmert und die natürlich rangeklatscht und so. Das Schönste am Ganzen ist allerdings hinten der Eingang. So. Oh, eine Rampe! Und. Schiffe! Neu! Ist ja geil, ne? Schön. Da haben wir so einen kleinen Hummeler dabei. Und da ist nochmal einer. Und der kann verarbeiten und macht Death. Mr. Mesher, ich hätte einen Vorschlag, der Hinde vielleicht Dings ran tun. So Rolltore, so kleine. Das passt sind bei denen, ich glaube, 500 oder 750 Hitpoints halte die aus. Ja, aber passt da nicht rein. Wieso doch? Nee, geht doch nicht. Ja, da muss der Block. Warte mal, ich sag halt, dann machen wir das noch schön auf die Schnelle, weil wäre mir lieber gerade. Und noch ein gutes Neues, falls sie es nicht mitgekriegt haben. Oder wollen wir es jetzt mal aufgenommen? Ja, ein gutes Neues, wird schon passen. Ah, wo haben wir es? Muss man bauen. So, kurz ein bisschen kastrieren. Oh, dauert. Genau. Hast du Verbandsmaterial dabei? Weil ich hätte nämlich. Ja, ich hab dabei. Gut. Dann lege ich das restliche nicht ins Schiff rein. Und jetzt zum eigentlichen Schiff. Wipp. Schön komfortabel, bequem und eng. Wie es sich gehört. Mit zwei Kühlschränken. Ah, okay, hat er umgeräumt. Sehr gut. Box. nehmen wir aber noch vielleicht Gegengiftspritze mit. Die habe ich im Dings drin. In der Cargo. Gleich im Container. Im Schiff. So, und da war die Munitionskiste. Passagiersitz. Heilkammer. Wo man nicht reinkommt. Oh. Es braucht. Oh, ich hoffe, das geht trotzdem. Oh oh. Ich glaube, ich habe einen Baufehler. So. Hoppala. War beabsichtigt. Werde ich geheilt? Oh, perfekt. Das geht. Hihi. Wurscht. Baufehler. Hier. Man kommt nicht in die Heilkammer rein, aber wenn du ein bisschen hoch gehst, dann wirst du geheilt. Und oben auf dem Dach haben wir natürlich, wie ihr gerade gesehen habt, ganz schnell, können hier zwei von den kleinen SVs parken. Da hinten sind die Schubdüsen dran und alles. Da oben sind die Geschütze, die zwei großen. Eigentlich recht geil gebaut. Und da oben haben wir inzwischen ja so einen aerodynamischen Spoiler.
Der wurde nachgerüstet. Vorne in der Schnauze hat er jetzt eine Nase bekommen. Die da. Mhm. Weil. Schwerkraftgenerator. Lalalala. So, Rolltore wollte ich warten. Die müssen jetzt fertig sein. Dann wollte ich hier kurz, dann bauen wir kurz dein HV-Wurm. Und dann sind wir startklar, dann geht's nach. You will never die alone. Aber wir gehen ja natürlich nur mit zwei Schuss von der Kaliber 50. Nein, ne? Das wissen wir ja, reicht ja aus, um ganze Basis platt zu machen. Richtig. Weil wir hier natürlich in. Wie hieß der Film? Wanted hieß der, uns in die Ohren, um die Kurve schießen, gell? Ja. Oder wie bei Metal Gear 1 mit der Nikita, kennst du die Scheiße noch? Glaub ja, ganz düster. Wo du nur in dem einen Raum sein kannst, weil es mit Gas voll ist oder irgend so ein Scheiß, Giftstoff. Okay. Und da wird's halt ersticken und dann musst du mit Nikita-Raketen oder Lenkraketen musst du dann die Gänge entlang fliegen und treffen. Aber die können natürlich nicht bremsen, die Raketen, die fliegen ja. Das ist echt so Pac-Man-Style. Okay. So, warte mal. So. Warte mal, sind gehärtete Blöcke, oder? Ja, dann nehmen wir die. Einmal. So. Warte mal. So. Da jetzt mit Sauerstoff auffüllen, dafür das, okay. Passt. Hier drüben ist das gleiche Spiel auch nochmal. Ah, und dann sind die anderen zwei. Ah, sehr gut. Mr. Mesher, gucken Sie sich so. Schön ist gemacht. Gucken Sie, Rolltore. Passt. Weil Hitpoints von. Ja, 100 Hänse. Besser wie gar nichts. Mhm. Das Witzige ist, das geht automatisch zu hier, wenn man losfliegt. Okay, ich flieg, du ballerst, weil das kannst du nicht besser wie ich. Hey, lass mich rein. Geht doch. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht weiß, ob das Ding fliegt? Doch, du hast doch schon geflogen. Ja, aber das war vom Umbau. Achso, du bist gerade auf Pedrov, okay. Jetzt komm ich drauf, ich muss nicht die Schubdüse aktivieren. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber das ist halt echt was jetzt mal so von außen schön kantig, muss nur noch lackiert werden. Boah, sieht doch ganz gut aus. So. Los geht's. So, Schubkontrolle überprüfe. 32 Meter macht's nur in Anführungszeichen, aber ist ja in Ordnung, ist ja im CV, weil die sind sie nicht runtergestellt. Die SV sind am schnellsten. Zumindest auf dem Planeten. Maspero, ne? Ja. Oh mein Gott, Alter. Da wird's gleich witzig. Geschütze sind alle so eingestellt, dass auf Aliens ballern, sonst auf nix. Nur die vier anderen, die kleinen Geschütze, die schießen noch auf böse Viecher. Okay, das ist schon eher gut. Direkt voraus ist die Base, die böse, gell? Okay, dann bleibe ich mal hier am besten. So. Drücke M. Oh, das sind ja abgeändert, die Sternkarte habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, ist ja voll cool. Müssen wir jetzt bestimmte Richtungen fliegen? Aetis, Aestus, Oskortune, Cedis, Alien Outpost, Masperon. Müssen jetzt aber eine bestimmte Flugrichtung einhalten, hoffe ich. 36,8 AU, über ein Jahr Flugzeit. Oh, das finde ich aber cool, dass es angezeigt wird. Das feiere ich jetzt. So. Drück. Oh, warte mal. Rück. Ja, warte. Drücken jetzt.
Sonst. Du hast nur 20 P Interaktion, ich benötige 37. Wir müssen zum Mond. Ja, scheiße. Wird besorgen. Halt, ja. Was machst du? Was machst du? Was? Fliegt zum Mond. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, ich soll eigentlich zum Mond fliegen, was sinniger, ne? Ach, Dummheit, jetzt im Wasser nach den Scheiß zu gucken, wenn im Mond tausende Tonnen umliegen. 37. Gut, okay, wir haben dein HV dabei, das ist gut, das kannst du verarbeiten. Ich wollte hinter noch ein Rolltor ranmachen über die Hangartür. Geht leider nicht, gibt's nicht in passender Größe. War statt zufällig ein Passagiersitz dabei, oder? Doch, sogar zwei. Für die HV und SV? Nee, für die jetzt nicht. Wenn nicht, flieg mal kurz Dings an. Die Station, die wir haben. Ja, mach ich. Natürlich, Chef. In Arbeit. Sieht aber schön aus, das Gerät hier. Warte mal, andere Seite ist immer mehr. Da ist die Sonne. Mann, Alter. Weiß noch das erste Mal im All, wo wir alle nur gemeinsam raus konnten, sonst wären wir gestorben. Ja. Ey, das war geil. Das war ein Gefühl. Du bist doch so verloren vorkommen. Da konntest du ja noch ganz easy going von Akua. Akua gab's noch gar nicht. Von Omikron nach Ningus fliegen und alles. Oh, das war schon cool. Hm. Ey. Irgendwie schon bis. Warp für die SVs nochmal gibt. Wäre interessant, aber dann würde ich euch feiern, wenn es ein begrenzter Warp wäre. Heißt, oh, und immer feindliche Basis, also fliege mal weg. Heißt, dass sie nicht so weite Sprünge machen können, sondern nur kurze. Links. Gut, geradeaus. Da nicht. Da nicht, da, ja, gerade ja, aus. Ja, Westen also. Wow! Was machst denn du da? Rolle? Beziehungsweise eine Wische? Bisschen ausweichen halt. Weil manche Luftquellen sind gar nicht blöd, die achten auf deine Fluglinie. Brauchen wir Promethium? Nee. Hast du es nicht auf dem Schirm, wo wir hin müssen? Nee, ich müsste erstmal kurz markieren. Ja, setz mal einen Wegpunkt. Akua Moon. Wegpunkt. Okay, hab's. Halt dich ein bisschen rechts, weil links ist eine Drohnenbasis. Ei. So sieht's von innen aus. Nicht sonderlich gut. Kannst du kurz überprüfen, ob irgendwas kaputt gegangen ist? Wobei, wahrscheinlich eh nur Blöcke. Ein Kanonengeschütz hat 1%, Kühlschrank hat 32% Schaden, Licht hat 32% Schaden. Habe ich erwähnt, dass ich einen Reparaturblock später will in dem Ding? 32%, ja, aber es bringt ja nichts. Achso, nur für die SVs oder wie? Ja. Ja, gut, ist auch nicht verkehrt. Weißt du, ob der irgendwie bestimmte Ressourcen verbraucht? Dann? Nein. Braucht er nicht. Cool. Bei mir auf dem Spielstand habe ich den einfach hingesetzt und muss halt ein SV genau drauf liegen. Ah. Dann repariert's. Oha, ist es jetzt dunkel, Alter. Alter Zinnober, du. Hey, cool, das zittert. Hihi. Wuhu. Was ist jetzt los? Ganz ruhig! Da drückst du T und das CV flippt aus. Hat sich's bei dir auch gerade gedreht? Ja. Sehr schön. Sehr geehrte Damen und Herren, danke, dass Sie mit Crazy Boogies geflogen sind. Interessanterweise hatten wir nur leichten Beschuss und keinen Absturz. Das ist neuer Rekord. Oh, links haben wir gleich was Blaues, aber wir landen erstmal. Da haben wir einen Eingang. Wenn nicht, da können wir auch kurz das Zeug produzieren. Ja. Helm. So. Schalte Triebwerke ab.
Danke, dass Sie mit Boogie Airlines geflogen sind. Ich repariere mal kurz die Sache hier dann. Was war denn? Ach, das warst du! Alter, das hat bei mir gerade so ein Brummer klatscht. Ich so, Alter, was ist denn jetzt los? So, hier ist nichts mehr. Oh, der hat aber aufs Maul gekriegt. Oh, das Triebwerk auch. Oh, das ist leer. Müssen wir kurz reparieren hier. Habe ich erwähnt, dass ich gerade die Stahlblöcke will? So, da ist nichts mehr. Kühlschrank sagtest du noch, ne? Ja, guck mal. Warp-Antrieb auch. Hey, Jetpack aus? Was ist denn jetzt los? Ah, der Warby auch? Okay. Finde ich aber komisch. Problem ist, hier kommen dann der Warp-Antrieb noch dran. Ich muss jetzt kurz anders machen. Der hat nur 50 Hitpoints. Ernsthaft? Ist aber nicht viel. Was? Da war gerade Betonung auf war eine Drohne. Ach so. Flups. Und nein, ich kann die Dinger nicht an meinem Schiff verarbeiten, deshalb ist es ganz gut, dass wir am Mond sind. Ja. Da braucht man nämlich einen Constructor, einen großen. Keine Honigschütze hat noch 1%. Schubdüse sind ganz. RCS, wo hocken das eigentlich? Direkt neben dem Warp-Antrieb-Ding da. Ah, okay. Hat auch noch 50 Hitpoints, alter Schwede. Dann baut er den Kühlschrank ab und wir machen dafür einen fetten Container rauf, wo wir Treibstoff und so bunkern. Hi. Wird gemacht, Chef. Zwei Kühlschränke brauchen wir ja nicht. Nee, ich hab gedacht, ich hätte nur vergessen. So. Ah, das geht aber auch mit einer Basis, dass ich CV drauf parken kann, gell? Das geht ja auch, oder? Das glaube ich auch gehen, ja. Finde ich gut. Alter, diese Scheiß-Drecks-Plasma-Geschütze, was die wegballern, du, das ist so übel, Mann. Was ist für ein Damage-Austeiler? So, ich habe jetzt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62 Kristalle. Meinst du, das reicht? Ja, da kommen. Für einen kommen wir, glaube ich, im Äußer oder zwei raus. Sieht nach Konstruktionsfehler aus, aber gehört so. Warte? Ja, mhm. Okay, gehört so. Nee, gerade nur geschwind das guckt. Das sah komisch aus vom Bauform her. Passt. Mann, vor allem immer so eine scheiß Explosion. Ich mag Plasmawaffe, gar kein Thema, aber dieser Explosionsradius. Einfach übel von den Dingern. Meine Fresse. Nee, ich finde das mit der Reparaturkerne gar nicht verkehrt, weil da hockst, wenn du ein größeres CV hast, da hockst du Ewigkeit da dran, ne? So.
Warte mal, da haben wir doch auch noch Futterstationen da drin, ne? Huch. Alter, ist hell hier drin. Fug. Ne, da war Tank. Da hinten war Happy Happy. Tomatoes, Weizen, Kürbis und die Juries, okay. Bip, 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 bip. Bestellung getätigt. ich habe gerade beim Lieferdienst angerufen, ob sie noch Aquamoon liefern. Müssen aber 2 Millionen Mindestbestellwert haben. Scheiß Dreck, Mann. Echt? Früher war das viel günstiger. Ach, wir haben hier noch Neodymium, sehe ich gerade. Cool. Und Kobalt. Ja, ich nehme mal von jedem. Müssen eigentlich komplett alle Erze da oben haben. Eisen, Kobalt, Kupfer, Silizium, Neodymium, Satium, ja, wir haben alles da, was wir haben könnten. Bist du mehr, wie ist eigentlich mit dem Rein- und Rausfahren, rampetechnisch? Das ist kein Problem. Sehr schön. Freut mich, dass meine Konstruktion funktioniert. Ist nicht immer das, was wo wir dann immer so, passt nicht. Wenn du eine Rampe hast, kein Problem, dann komme ich vorbei, denn ich bin nicht alleine. Ich habe ein Schiff und Platz. Ich habe Schiff und Platz. Wo war das halbe Smartknopf? Ich hab ihn vergessen! Kennst du das Lied nicht? Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber kann nicht genau was mit anfangen. Warte, das Original ging ja, wenn dein alter chillen will, kein Problem, dann komm ich vorbei, dann bin ich allein, denn ich hab Stoff und Schnaps. Ne, auf das Schiff bin ich ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das ist mal designtechnisch schön geworden, nicht irgendwie so ein Klotz oder so, ne? Ah, bist du schon angedockt? Mhm. Ich habe allerdings ja noch ein Add-on gegen irgendwann später mal vor, da wird es aber allerdings noch länger. Bau doch klein neues. Ja, oder so, wahrscheinlich. Bauen einfach so ein riesiges. Warte mal, geh mal in die Blueprints. Ja. Und dann guck dir mal die letzte Base an, die du stellen kannst. Die letzte Base? Das sind die Tier 6. So könnte doch ein Schiff aussehen. Ja, ein bisschen klar, ja, aber geht. Ja, ich meine halt von der Form her. Ja, ja. Aber wir können ja das machen, was ich gesagt habe. Das wäre ja cool als CV. Wobei es schon fast eine Außenstation wäre, weil mit dem kannst du nicht landen. Ja. Wäre aber geil. Ich glaube, das baue ich. Ich glaube, da gehe ich mal ganz dezent in der Creative und hau und klatsch das Ding, weil so das Teil baue keine Chance. Ich tue von meinem HV der hintere, der hat ja 4 Konstruktor. Ja. Der hintere ist für Produktion. Okay. Wo hocken die überhaupt mal ganz dreist gefragt? 3 vorne, einer hinten. Du bist gerade irgendwie leise jetzt. 3 vorne, einer hinten. Ah, okay. Und der hintere ist für Produktion. Gut. Genau. Sehr schön. Ich finde das Ausrufezeichen da schön süß. Voll der LKW, Mann, das ist mir so geil. Das fahre ich gerade schwer ab. Landkraftwagenfahrer. Warte mal kurz, ich muss die Glaubschwinde ein bisschen lauter stellen über TS. Sekunde. Ich habe schon so Pause gesagt, wenn es mir irgendwann total auf das Sack geht, dann wird der runde Mikrofon noch bald geschmissen, wenn das so weitergeht. So, wo sind sie denn? Noch drin und wart, bis das Ding produziert. Ach so. Ach, willst du auf das eine Passion oder sieht drauf ab auf das? Nö, jetzt nicht mehr. Okay. Jetzt lohnt sich das nicht. Ah, ich bin gesund. Sauerstoff hat's hier drin. Gut. Sauerstofffleisch, Notfall Sauerstofffleisch, wie gesagt, sind da am CV vorhanden im Container. Ich hab noch 45 Flaschen dabei, also das sollte nichts Problem sein. Sauerstoffflasche? Ja, nee, die O2 Flaschen, ja. Ja, die Survival Flasche halt, okay. Nee, die normale Flasche. Achso, ich dachte gerade. Zum Auffüllen. Ja, weil die O2 Flasche klein habe ich nämlich im CV drinne.
falls benötigt. Ich habe auch einen Haufen Medizin, angefangen über Gegengift, Gegengift-Tablette, Stormage-Pilz, Medikit Klein, Wundsalbe, Adrenalinspritze, Bandagen. Ne? Mhm. Also ich bin hier so Medic! Ich bin die Mercy im Grunde jetzt. Ja, war doch mal irgendwo ein Container, wo ist denn der? Hier über dir, der da. Der ist voll, ich brauche einen neuen. Der ist voll? Nee, der ist nicht voll. Nein, ich brauche einen neuen. Platzisch. Ach so. Okay. Machen wir ganz einfach so. So. Die Hälfte kommt mal zu mir. Die Rampeblöcke bleiben auch da. Kann ich übers Cockpit bauen? Ich wüsste nicht, wo wir noch Platz hätten. Außer ich baue den Dings da weg. Den Block. Wobei, nee, können wir nicht. Okay, so geht's auch. Ah, Pentaxid, sehr schön. Ich fülle schon mal auf. Hab ich schon. Hast du schon? Sehr schön. Habe ich jetzt wieder halber vergessen, das Pentaxid, du. Das dauert noch eine Weile. Das läuft noch eine Weile. Echt? So viel? Ja, ach stimmt, dann. Ja, der kleine Jack ist ja ganz interessant, das ist aber. Ja, ich guck mal hier nach dem Esser, aber das sieht da schlecht aus. Es wächst und wächst und wächst einfach nicht. Scheiß. Ach, schon wieder ein Meteorit gesichtet. Keime, ist hier noch was drin, essenstechnisch. Auch nix. Das wäre das hier. Ach, der Generatorraum. Ah, das sind auch noch Container. Okay, ich gucke hier schon auf der Basis ein bisschen um. Das war das, was ich repariert habe. Ist hier was drin? Nein, ist nichts drin, okay. Energie ist auch noch im Schiff, also wahrscheinlich alles aufgefüllt. Oh, warte, ich habe was vergessen. Munition habe ich noch hergestellt, weil ich da ganze Zeit eigentlich reinlegen, jetzt habe ich total verpennt. Mann. Ja, sehr gerne, Mann. Wir wissen ja, Planung kostet Zeit, aber hilft beim Überleben. Oh ja. Essentiell wichtig. Ah, nee, außer es können irgendwelche Stations durch den Berg schießen. Direkt durch Schiff in der Kernei. Mhm. Oh, aber ich weiß noch ganz genau, wo ich das mit Luke geschickt habe. Da hat er auch gesagt gehabt, oh, nö. Das hat er gesagt, oh scheiße, das darf gar nicht sein. Hat sämtlichen Schutz alles ignoriert und voll den Chor zerstört. Ja. Meine Fresse, da war er ein bisschen, also ich war angepisst und naja. Ach ja, Folge 11 ist es, ne? Ja. Wo dann wieep macht. Wo das Gebäude hinter zusammenkracht ist, Folge 11. Ja. Hat mich Schneidarbeit gekostet. Bin ich nicht gewohnt, sowas. Bin ich eingeschnappt. Geh hier raus. Tja. Ich spiele jetzt hier Snake. Oh, wobei. Bombe hier. Bumm. Aber das ist mir jetzt. Unterschiedliche Pentaxidzahler brauche ich jetzt ein bisschen hässlich, ne? Tja, dann macht das Ganze mal Sinn. Ja, schau, immer nur 5 Pentaxid, ist ja für den Arsch. Vor allem für was? Wie kommt denn eigentlich raus aus so einem? Wir haben jetzt 65 auf Lager. Das ist das, was im Korall ist halt. Wie viel passen denn da? Ich glaube 6 Reihen oder so. 6. 30. Ne, muss mehr sein. Das ist immer schon mal cool. Weil wir brauchen 35 und 6 mal 35, also Schlusswagen könnte man nicht fliegen. Vor mir kann ich auch noch einen zweiten Tank bauen und kotze, aber. Das reicht ja gar nicht.